Hause. Bartel liebt den Thrill des Wettkampfes. Der Heimweltcup kam dann aber doch fast schon ungelegen. Also als die Nachricht kam mit dem Weltcup, war ich erstmal schockiert, weil wir nach der EM in Rom hatten wir alle Urlaub, andere hatten Bundeswehrlehrgang, also wir sind unseren Verpflichtungen nachgegangen und wir hatten jetzt wirklich eine sehr, sehr kurze Vorbereitung auf so ein großes Event. Timo Bartel gestern, kurz vor dem 10-Meter-Synchronfinale. Direkt vor ihm die amtierenden Weltmeister Lian und Yang. China mit einem Top-Team hier in Berlin, die Tribüne zu 80% von Chinesen besetzt. Auf dem Turm hatte Timo Bartel gestern ungewohnte Begleitung. Der Berliner Lou Massenberg stand an seiner Seite. Also mein Synchronpartner, Jaden Eickermann, ist gerade verhindert, weil er sich auf sein Abitur konzentriert. Aber ich glaube, von zu Hause aus, er hat den Wettkampf gesehen und ärgert sich jetzt, was ihm vergangen ist. Der Start in den Wettkampf gut. Nach 4 von 6 Durchgängen liegen die Deutschen auf Rang 2. Dann der 3,5-fache Rückwärtssalto, einen Sprung, vor dem Lou Massenberg gehörig Respekt hat. Und der dann beim Berliner auch deutlich daneben ging. Ja, also 3,5 rückwärts ist jetzt, war jetzt vielleicht auch nie mein Lieblingssprung. Und den dann jetzt schnell mal wieder zu lernen nach 1,5 Jahren ist auch nicht so einfach. Hat man jetzt im Wettkampf auch gesehen. Da war der Fehler von mir leider ein bisschen größer. Deutschland fällt zurück. Die großen Favoriten aus China indes ziehen einsam ihre Kreise, gewinnen am Ende mit fast 100 Punkten Vorsprung eine eigene Liga. Timo Bartel weiß, beim letzten Sprung muss alles passen. Der 2,5-fache Rückwärtssalto mit 1,5 Schrauben, der kann ein Punktebringer sein. Und das wird er. 70 Punkte, der beste Sprung der beiden im Finale. Und dann leuchtet auf der LED-Wand auch noch die 2 hinter Team Deutschland auf. Ja, also wir brauchten auf jeden Fall 62 Punkte, das wussten wir. Und da war natürlich Druck hinter, weil wir haben den Wettkampf abgeschlossen. Und ich war verdammt nervös. Jetzt im Endeffekt haben wir es geschafft. Es ist ein Stein vom Herzen gefallen und ich bin einfach nur glücklich über den Wettkampf. Die Entwicklung von Timo Bartel innerhalb der Mannschaft. Sie wird auch von den Trainern mit Wohlwollen registriert. Ich würde sagen, er ist so ein bisschen eine Rampensau. Er steigt ja jetzt auch ein bisschen mehr auf in die Führungsrolle des Teams. Er ist jetzt nicht mehr so jung. Wir haben viele junge Sportler, die nachkommen, die natürlich zu Timo Bartel, zu Tina Punzel, zu Lars Rüdiger aufschauen. Und dementsprechend ist er sich, glaube ich, mehr und mehr dieser Rolle bewusst und möchte sie auch annehmen. Timo Bartel, ein ungewöhnlicher Athlet für diese Sportart. Mit 1,84 eigentlich zu groß für einen Turmspringer. Und einer, der unter massiver Akrophobie leidet, Höhenangst. Inzwischen ist dieser 26-Jährige auch einer, für den es mehr gibt als nur die Springerhalle. Nach der Europameisterschaft in Rom war ich im Urlaub 2 Wochen mit meiner Freundin in Panama. Und danach bin ich alleine weitergereist Richtung Tel Aviv, habe mir Jerusalem angeschaut, Bethlehem und bin dort quasi ein bisschen gepilgert, dass ich mal andere Kulturen kennenlerne und das bereichert immer wieder fürs Leben. Die Silbermedaille gestern zum Auftakt des Weltcups, wichtig für die Seele der gesamten Mannschaft. Der Weltcup ist der erste Wettbewerb seit 20 Jahren ohne Lutz Buschko. Dem Bundestrainer war vor einer Woche vom DSV fristlos gekündigt worden. Buschko will sich dagegen gerichtlich zur Wehr setzen. Es war oder ist eine Führungsperson für uns gewesen, muss man ganz klar sagen. Der oben steht auch, der uns anleitet, der für uns da ist. Wir haben es versucht im Team zu lösen, mit den Bundesstützpunkttrainern zusammen, mit der Bundestrainerin Sichtung Anne-Kathrin Hoffmann. Und haben da versucht, gemeinsam einen Weg zu finden. Nicht, dass irgendjemand jetzt den Platz ersetzt oder an der Spitze steht, sondern dass wir einfach wirklich als Team dort funktionieren. Das hat gestern schon mal bestens geklappt. Denn neben Bartel stand ein weiterer junger Mann aus Halle auf dem Podium. Der erst 20-jährige Moritz Wesemann wurde im 3-Meter-Finale Dritter hinter den beiden Chinesen Wang und Zhao. Silber und Bronze, ein perfekter Start fürs deutsche Team in den Weltcup von Berlin.